geht's weiter mit unserer Bayreuth-Karriere und wir machen heute weiter mit dem nächsten Match und das ist dann ja, in Osnabrück. Mal gucken, wie der FC Ingolstadt spielt, ob die dranbleiben. Wir haben gerade übrigens oben noch ein bisschen ein paar Nachrichten. Warte mal, die gucke ich mir gerade eben noch schnell an, bevor es dann weitergeht. Oh ja, das ist eine Verletzung, genau. Die Verletzung, die 5 Tage. Okay, es tut nicht weh. Alles gut. So. So, einmal strecken die Jan bitte, dann kann das natürlich klappen. Ja, das Problem ist spezifische Aufgabe, das heißt, ich darf ja nur über 5% das Gehaltsvolumen steigern. Das bin ich natürlich drüber, ich bin über 100%. Also ich habe es mittlerweile fast verdoppelt, weil ich viele Leihspieler dabei habe, die auch nicht gerade günstig sind. Also ich denke mal, die Aufgabe werden wir fehlen. Ich hoffe, dass es reicht für den Job, dass wir den Job erhalten, weil wir eigentlich relativ gutes AG, dass wir eigentlich gute Spieler haben. Weil es läuft ja eigentlich mittlerweile auch. Ja, das ist jetzt bisher für einen Stern. Gut, brauchen wir erstmal nicht weiter zu beachten. Gut, dann gehen wir rein ins Match. In Osnabrück. So, du wollen darf wieder ran. Und Egloff rutscht auch mit in die Startelf. Geh mal rein. In die Startformation. Hier. Gegen Osnabrück. Auf geht's. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn im letzten Spiel war er für 4 Tore verantwortlich. Ist er auch heute so gut drauf? Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Könnte eine packende Partie werden. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Ja, VfL, VfL, die Rufe der Osnabrücker Fans vor dem Match hier eben gegen den gegen Osnabrück oder in Osnabrück gegen uns. Na gut, hören wir mal rein. Und ich hoffe, da dass unsere Fans sich serviert. Wir haben ja 7 Punkte mit dem Vorsprung. Und die würde ich gerne behalten. Und der erste Angriff geht über Nollenberg. Der Linie ist voll verdrängt, das ist der Start. Formation, klar. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Von ihm erwarten wir heute einiges. Im letzten Spiel 4-mal getroffen. War überhaupt nicht zu bremsen. Ein Treffer, schöner als der andere. Na, wo hat sich mir mal heute so festgespielt? Ich kann mir vorstellen, dass das heute so weitergeht. Also ich bin ja von den 2 so Topstürmer. Für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Er gibt das Meter? Pfeift Elfmeter, sofort kommt hier der Pfiff.
gibt Elfmeter für den VfL Osnabrück. Gibt es den ersten Rückstand in einiger Zeit? Das war wieder mit einem Rückstand laufen müssen. Es war ein Handelfmeter, es war ein klarer Elfmeter. Schiedsrichter das nicht. Soll jetzt hier das 1:0 werden. Er sagt, er macht den Elfmeter. So, da kommt der Elfmeter nochmal. Das ist natürlich souverän verwandelt. Den Keeper ausgeguckt. Ja, keine Chance für den Torhüter. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. So, jetzt haben wir einen Osnabrücker schon mit gelb vorbelastet, der ein bisschen rabiat reingegangen wäre, ist. Unwiderstehlich. Der Ball läuft gut. Ah, der kommt nicht vorbei gerade, ne? So ein bisschen. Wir müssen also einen Rückstand hinterherlaufen. Hoffentlich kriegen wir es irgendwie gedreht, gemacht. Geht er rein? Störner! Er ist da, geht sofort runter, überhaupt keine Gefahr. Jonas Störner mit der ersten oder mit der nächsten guten Chance für uns. Das ist also zweiten eigentlich, wenn man so sieht. In die sieht. Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Eckloff. Da ist er da. Er steht gut und holt den Ball. Zwischen. Robert Tesche. Tesche. Marc Haider. Der Torschütze, Marc Gala. Zwischen. No, Riesenchance! Super, wie er das macht. Viele hätten schon gedacht, der geht rein, dieser Ball, aber nee, nee. Dafür ist er einfach zu gut. Ja. Und jetzt gibt's die Ecke. Sterner. Nö, keine. Er kann erst mal klären. Und hat, macht es. Nollenberg. Da entscheidet sich auf Foul. Es gibt Freistoß. Oh, kein Foul. Die schöne Situation weggepfiffen. Da wäre Neunberger weit gekommen. Und jetzt haben sie den Ball. Robert Tesche. Einer. Ah, jetzt haben wir nicht mehr rein. Jetzt haben wir dann. Chance für den Konter jetzt. Ja, boah, vielleicht mal. Über der Mann, den er mal gut aus mit Griff und dann komplett alle Situationen nimmt. Er schirmt den Ball ab. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung der Schiedsrichter. Ja, reißt unsere Serie ausgerichtet heute in Osnabrück. Eckloff. Schönes Dribbling hier. Eckloff. Oh, das könnte es sein. Und die Jampi, der sagte, ne, nehme ich mal mit den Ball, bis heute da irgendwas Gefährliches uns stehen kann. Verteidigt da den Ballbesitz. Marc Haider. Jetzt haben diesen wir mal. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Aber Osnabrück macht stark, muss ich so sagen. Die Spieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ah, Simakala, gut gemacht. Der Schuss jetzt. Hotthorn. Ah, das gibt Eckball. Ecke Osnabrück. Ecke kommt in den 16er. Sicher Hab gehalten, dich. Den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Schiri? Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Ja, das wäre durchaus gefährlich geworden, aber es gibt halt momentan nicht viel zu machen da hinten.
Ja, sind Makala gut dazwischen. Gute Situation. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Der bringt den Steinball. Ja, ich wollte noch auf Jörg Sterner setzen den Ball. Alter, jetzt! Yes. Doch noch irgendwie der Ausgleich. Ekelhaft. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. So. Ja, 1-1. Tor für die Gäste. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Eins zu eins. Osnabrück macht es sehr, sehr stark, hatten wirklich ein paar Chancen dabei. Aber. Oh. Die liegen gegen Halle hinten. Ingolstadt. Die Schiedsrichterin pfeift an, Durchgang 2. Wir machen weiter. Naja, schauen wir mal. Partie. Jetzt kann ich aber schon Herbstmeister sind. Das ist, aber ja, erstmal, wie gesagt, erstmal das Spiel hier ein bisschen. Sie spielen die drehen. Einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit ja, und legen sich den Gegner langsam zurecht. Ja, tolle schön. Zuspiel. Gute Aktion. Ekler. Super geil. Kühn. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Die Ecke kommt. Ja, das ist zu einfach. Alles beim Gegner. Kühn. Na, holt sich die Kugel. Also der Torhüter aus der Brücke. Habe ich auch einen sehr guten Tag, aber. Naja, mal gucken, ob wir noch einmal überwunden bekommen. Marc Heider. Robert Tesche. Klasse Technik! Es könnte Ecke geben, wenn der durchgeht, aber geht nicht durch. Schön. Ein paar Tupps euch nach den hinter der Hand, deswegen habe ich keinen Moment gezögert. War sehr geil. Ja, energischer Vorstoß. Hereingabe jetzt. Ja. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Und jetzt darf er sich aber gar nichts mehr erlauben. Ja, das war hier schon ganz, ganz eng und er ist dumm, dass er da so reingeht, obwohl er verwarnt ist. Hämmerich. Die Chance jetzt. Ach, vorbei. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Bleibt hier beim Spielstand. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben und das macht Spaß. So langsam wird's gefährlich. Ja, Putaro, der gute Mann. Der ganz gefährliche, dann ist der Ball auf Simakala frei. Jetzt kann das Tor fallen. Robert Tesche! Und links ist schon von der Brücke. Also die machen Zauber, die spielen ja mit. Und so die sind noch da. Das nix. Den hält der Torwart natürlich. Hämmerich. Da kommt der Pass. Langer Ball auf Sterner, der diesmal ein bisschen Platz hat. Und die Möglichkeit. Yes. Der Pass. Stark gemacht. Spiel gedreht. 66. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. So, erstmal die Aufgabe hier. Ah, George, gut gedacht, dazwischen gegangen. Geht einfach vorbei. Aber, wow, von dem noch nicht allzu viel zu das ist die Chance. Sehen ist. Da haben sie gut aufgepasst. Und wäre mal meiner zu viel. Vielleicht die Konterchance. Ja.
So, super gemacht da hinten. Gut aufgepasst da hinten. Passt. Ja, schon. Ah, wie? Hier. Sie macht es gut. Sie macht es wirklich gut. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Nein. War nicht spannend. Ganz fair. Nichts aus der Chance. Ball ist weg. Und zieh mal Kala aus dem, weil der ist auch ziemlich gefährlich. Da vorne, der sorgt immer wieder für gute Entlastung. Könnte der Ausgleich sein. Und 2-2. Sie sind zurück in diesem Spiel. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2-3 Fragen gefallen lassen müssen. Alles wieder offen hier. 2-2. Was für Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Ganz energischer Einsatz. Schön. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Ulrich ist es, ja. Das gibt Freistoß. Sagt gar nichts mehr. Chiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Genau, den Wechsel wollte ich jetzt auch gleich ziehen. Loa raus, Meier rein. Und jetzt erleben wir ihn. Heute hat er nicht so viel gemacht. Klasse, aufgepasst, er hat den Ball. Gute Aktion. Dann ist es Ian George. Könnte Ian die Führung werden. Richtig, dass er den ablocken kann. Das war ein bisschen. Ich hätte doch lieber den Wechsel mal. Da oh, John Schild, der sagt jetzt. Ballgewinn. Das ist gefährlich. Das ist es. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. 87. Siegtreffer, Meier gerade eingestellt. Mit dem 3-2 in Osnabrück. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. So gut dahinter erobert und dann macht man so einen blöden Fehler und dann ist es das 3-2. Genau wie der Hoffenheimer damals, im Pokalspiel. So kurz vor Ende so einen blöden entscheidenden Fehler und dann ist es halt das. Sind die Bayreuther halt eben auf dieser Welle und dann nutzen sie auch die Chancen. Tor Nummer 18 für ihn. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Ah, wieder Simakawa, der. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Gutes Tackling. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Petra. Happy. Yes! Da kommt der Stoß. Ein ganz, ganz schade Stück Arbeit. Das war's für heute. Die Gäste haben dieses Osnabrück gewonnen. Aber die Sie haben es heute spannend gemacht. Spät, sehr spät fällt die Entscheidung. Das ist am Ende egal. Sieg ist Sieg. Jo. Ich muss sagen, Osnabrück hat sowas von stark gemacht. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Wem sie heute diesen Sieg zu verdanken haben, ist klar. Später Siegtreffer, das war super gemacht, bärenstark. Weiß die Mannschaft natürlich auch, wer hier heute der ausschlaggebende Faktor war. Ich muss zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass wir das Ding noch irgendwie gewinnen. Aber wir nehmen die Punkte mit, die aufgeben drauf, genau wie in Hoffenheim später Sieg. Aber es ist eh wurscht. Wie hast du es hingekriegt? Wir haben es hingekommen. Wir nehmen die 3 Punkte mit. War voll im Ingolstadt gegen Halle Patz und auch 60-20 gewonnen. Wir können jetzt mal wieder ein bisschen Luft verschaffen nach hinten. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, das heißt nicht nur bewindlich, aber wir haben halt das Glück, dass wir am Ende doch noch das Tor irgendwie reinkriegen. Weil der Gegner halt diese entscheidende Fehler macht. In Hoffenheim, der Verteidiger mit dem Fehlpass, jetzt schon wieder so eine Situation.
Richtig, genau so ist es halt. Manchmal, das war ein bisschen glücklich, dass halt, wie gesagt, der Sieg war jetzt mehr oder weniger geschenkt, aber ja, man muss es auch sicher arbeiten. Vielen Dank für diese Aussagen. 3 Punkte sind 3 Punkte. Auf jeden Fall. Gut, der nächste Gegner ist dann ja, Erzgebirge Aue. 8 Punkte Vorsprung mittlerweile. Es ist der letzte Spieltag vor der Ende der Hinrunde. Genau. Haben wir eigentlich schon gegen links gespielt? Wieso gerade ein? Hä? Danach geht's gegen Essen. Aber wir haben unentschieden gegen die gespielt, ne? Gegen Ingolstadt. Stimmt, wir haben ja unentschieden gegen die gespielt. Ziemlich am Anfang. Ich jetzt gerade gucken. Was haben wir denn gegen die gemacht? Den Duisburg gab, das ist 2-1 sind. Das muss ja ziemlich am Anfang gewesen sein. Ich spiele jetzt gegen Auer. Da haben wir gegen die dann gespielt? Gegen Ingolstadt? Wir haben auf jeden Fall, doch, wir haben glaube ich schon gegen die gespielt. Und ich glaube ich gegen die gespielt, nur gegen Zwickau. Die Niederlage in Köln. Sieg gegen Dresden. Also mit dem Dresden-Spiel ging ja soweit alles los. Als 1, tatsächlich. Doch, wir haben auch nicht gegen die gespielt, nur zu Hause. Stimmt, ich erinnere mich. Okay, ja, doch, tatsächlich. Gut. Ich hätte gegen Ingolstadt mal. Hätten wir das gegen. Gut, der nächste Gegner ist dann, wie gesagt, Rufers Essen. Rufers Essen natürlich. Erzgebirge Aue. Und dann geht es natürlich gegen Essen erst. Der Abschluss der Hinrunde. Das sehen wir uns morgen an. Um 14 Uhr wie immer. Bei FIFA hier. Und ich gehe kurz nochmal in die Nachrichten. Benedikt Kirsch und Jan George. Ja, den George möchte ich gerne behalten. Das werde ich auch tun. Da werde ich schauen. Ich frage, ob der Transfer zustande kommt. Die Frage ist halt, würde der bleiben? Ich gucke gerade, ob ich den Verlängerung delegieren. Ja, würde bleiben. Und dann kann ich Kirsch noch. Jo, akzeptieren. Also, damit haben wir keine Verträge mehr, die auslaufen. Damit ist diese Nachricht schon mal hinfällig. Ich habe meine Mannschaft soweit wieder zusammen. Weil da kam mir die Nachricht, sie könnten 2 Spiele verlieren. Genau so ist es. George möchte auf jeden Fall bleiben und Kirsch könnte vielleicht irgendwann für die Zukunft was sein. Aber wie gesagt, ob es dann was für die Zukunft weitergeht, wie gesagt, bei Aue, das ist der nächste Gegner morgen um 14 Uhr und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei meiner Bayreuther Drittliga-Karriere. Bis dann. Ciao.